Heute sind wir auf einer weiteren sehr, sehr schönen Bahnstrecke unterwegs, die vielleicht auch gar nicht so bekannt ist. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Wir starten in Riegel Malterdingen und fahren jetzt auf der S5 der Breisgau S-Bahn bis nach Breisach. Die Breisgau S-Bahn gibt es in zwei Varianten, das bestehende Netz und das Netz 2020 sozusagen, das neue Konzept für die Breisgau S-Bahn. Früher wurde hier alles mit Regio-Shuttlen, so wie diesem hier, bedient von der SWEG, der Südwestdeutschen Verkehrsaktiengesellschaft. In Zukunft wird das Ganze aber mit verschiedenen Betreibern und moderneren Fahrzeugen betrieben. Dafür wurde die gesamte Kaiserstuhlbahn auch elektrifiziert und eigentlich sollten hier auch schon neue Fahrzeuge zum Einsatz kommen, die wurden allerdings auch zu spät geliefert. Deswegen fahren hier im Moment noch die alten Regio-Shuttle der Breisgau S-Bahn. In Zukunft fahren dann hier Talent 3 im Bewegtdesign. Auf den anderen Strecken der Kaiserstuhlbahn, nämlich hier der Abschnitt nach Gottenheim, aber auch die Strecke von Breisach nach Freiburg, die werden bereits mit modernen Fahrzeugen von Bewegt bedient. Das werdet ihr aber erst im nächsten Video sehen. Jetzt fahren wir hier erstmal mit dem klassischen alten Dieseltriebwagen Regio Shuttle der Breisgau S-Bahn bis nach Breisach. Und diese Strecke ist wirklich wunderschön. Man würde das jetzt erstmal gar nicht so denken. Sie verläuft ohne große Kunstbauten, nicht irgendwie im Gebirge, nicht großartig vom Streckenverlauf her außergewöhnlich. Das Besondere ist eben wirklich, dass man hier direkt am Kaiserstuhl langfährt. Der Kaiserstuhl ist ja eine vulkanische Landschaft und das sieht man hier natürlich auch überall. Die Landschaft ist wirklich sehr, sehr fruchtbar. Man fährt also ständig an Obstplantagen und vor allem an Weinbergen vorbei. Gerade die Weinberge machen diese Strecke so besonders, weil man eben teilweise wirklich komplett zwischen den Weinbergen ist. Man sieht nichts außer Wein, also das ist wirklich landschaftlich ganz was Besonderes. Das sieht man sehr, sehr selten bei Bahnstrecken, dass man wirklich so sehr von den Weinbergen umgeben ist. Der Kaiserstuhl für mich sowieso eine der schönsten, außergewöhnlichsten Landschaften Deutschlands. Eben weil es hier nicht so klassische Weinberge sind, sondern eher Weinbergsterrassen. Man sieht das im Hintergrund immer so ein bisschen. Das ist also auch ganz ungewöhnlich. Und deswegen ist diese Bahnstrecke eben auch so schön. Ihr habt vielleicht vor einigen Videos gesehen, da bin ich mit dem Rebenbummler gefahren. Der kommt ursprünglich hierher. Hier ist eigentlich sein Einsatzgebiet und hier macht er eben seinem Namen dann wirklich auch, wie man sehen kann, alle Ehre. Nochmal kurz zu den Fahrzeugen zurückkommen. Die Regio Shuttle, die hier zum Einsatz kommen, sind ganz klassisch für die Regio Shuttle ausgestattet. Die typischen Sitze, die man in den Regio Shuttlen kennt, die so ein bisschen an Bussitze erinnern. Aber man sieht den Fahrzeugen wirklich auch an, dass sie in die Jahre gekommen sind und bald ersetzt werden sollen. Wie gesagt, sobald die neuen Fahrzeuge dann verfügbar sind, werden hier Talent 3 eingesetzt, auch von der Südwestdeutschen Verkehrsaktiengesellschaft, von der SWEG, dann aber eben deutlich moderner. Später sollen hier dann auch noch weitere S-Bahn-Linien fahren auf dieser Strecke. Im Moment für den ersten Ausbauzustand der Breisgau S-Bahn dann, aber eben erstmal so, wie es jetzt hier unterwegs ist als S5, aber eben dann mit den moderneren Fahrzeugen. Hier fahren wir jetzt gerade am Badischen Winzerkeller vorbei, eine riesige Winzergenossenschaft. Hier werden sehr, sehr viele Weine produziert. Obwohl ich so bei Weinen aus Winzergenossenschaften, aus diesen Riesenfirmen immer sehr skeptisch bin, hier gibt es wirklich auch ein paar Weine, die mir sehr gut geschmeckt haben, die ich im Restaurant getrunken habe und dann erst nachher überrascht festgestellt habe, dass die von hier stammen und nicht vom lokalen Winzer. Also auch das vielleicht ganz interessant.
Hier erreichen wir nämlich jetzt auch kurz danach auch schon den Bahnhof von Breisach. Das ist dann auch der Endbahnhof. Hier steige ich aus und um und hier geht es dann im nächsten Video weiter. Das war's damit für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier seht ihr, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Und wie immer freue ich mich natürlich über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.